Diesem Public soll ja sowas wie ein Klassentreffen der Personale aus dem öffentlichen Bereich sein. Und was wir wollen, ist einfach einen guten Mix zu schaffen aus diesen Frontalvorträgen, aus der Keynote oder eben aus der Studie, die ja auch so ein bisschen Tradition ist, und eben aber auch aus einem guten Networking miteinander. Ja, es ist das 6. Symposium. Wir wachsen jedes Jahr. Das ist sehr, sehr erfreulich. Das ist eine Belohnung für die Referenten, für unsere Sponsoren. Wir versuchen ja schon mit den Themen, die wir hier anbieten, eine Bandbreite zu zeigen. Also wir haben ja wirklich eine Bandbreite von Social Media über Kulturwandel, über Onboarding, über Ausschreibungsmanagement. Konferenzen und das Symposium wie hier im SymPublic sind ideale Felder, wo man Inspiration sammeln kann. Am Ende der Reise beschäftige ich mich den ganzen Tag mit irgendwelchen fachlichen Themen und mir fehlt die Zeit zum Nachdenken. Wenn ich auf Veranstaltungen wie diese gehe, habe ich die Chance, auch mal durchzulüften, neue Inspirationen zu sammeln, Impulse aufzunehmen. Und mit denen gehe ich morgen dann wieder zurück und versuche, die Dinge vielleicht ein Stück weit anders zu machen. Die Veranstaltung ist ja ein ganz toller Ort, wo im Grunde genommen einmal alle aus dem öffentlichen Dienst zusammenkommen und natürlich eben, weil es eine Veranstaltung ist, die ganz speziell für den öffentlichen Dienst ist. Ich bin jetzt das 5. Mal dabei und ich muss auch wirklich sagen, es ist immer individuell, es ist immer was Neues, es ist immer sehr erfrischend und immer sehr, sehr informativ, muss man sagen, und auch immer mit so einem gewissen Charme. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Onboarding in der Tat alle interessiert. Deswegen waren auch die Foren bisher wirklich sehr voll, weil, und das hat mich überrascht, mittlerweile die Kündigung vor dem ersten Arbeitstag gar nicht nur bei uns ein Problem ist, sondern bei allen Unternehmen. Hier bin ich, um mir wieder mal so einen Überblick zu schaffen, weil ich finde es halt schon ganz interessant, wie sich der öffentliche Dienst doch auch weiterentwickelt. Es war viel Raum, um auch Fragen zu stellen. Wie habt ihr das implementiert? Wie viel Man- oder Woman-Power brauche ich dafür? Und was ist die Empfehlung? Ich würde mir wünschen, dass die Leute hier erst mit einem Lächeln rausgehen aus der Veranstaltung und dass sie einfach nur einen Schwung mitgenommen haben. Das, was ich sagte, einen Impuls zu geben, auch mal Dinge, die man getan hat, bis jetzt einfach mal zu hinterfragen und mal neu zu denken, neu zu machen und auch andere Leute mitzureißen mit der Begeisterung, die sie hier raustragen.